The Lucas Show, Episode 6. Heute geht es um ein Zwei-Familienhaus, ein sogenannter Duplex, genauer zwei übereinanderliegende Apartments, in dem Vorort Drexel Hill bei Philadelphia. Wie ihr bei Instagram unter @thelucasshow schon gesehen habt, ist die Besichtigung anders verlaufen, als man so normale Hausbesichtigungen machen würde. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ich das Objekt gefunden habe, was genau bei der Hausbesichtigung vorgefallen ist, die genauen Zahlen und Fakten zum Haus, also ist es ein Renditeobjekt? Und last but not least wird die Frage geklärt, haben wir ein Angebot abgegeben? Let's get into it! Zu Frage 1. Wie habe ich das Haus gefunden? Dank meiner Maklerin, mit der wir bei einigen Objekten zusammenarbeiten, habe ich Zugang zu dem MLS, also diesem Multiple Listing Service, dieses Immo-Scout nur für Makler. Da stellen Makler ihre Häuser von ihren Kunden ein und machen sie zugänglich für andere Makler und ihre Kunden, damit das so ein bisschen unter sich bleibt. Und dann, wenn sie erst im MLS sind, später kommen sie auf den öffentlichen Markt. In diesem MLS-Account habe ich einen automatischen Suchauftrag laufen, der mir für mich spannende Objekte liefert. Spannend für mich sind Sachen, die lange am Markt sind, also Ladenhüte. Und lange am Markt, 15 Tage, 20 Tage ist schon lange. Dieses Haus ist schon 60 Tage am Markt. Das heißt, da stimmt irgendwas nicht. Entweder ist irgendwas kaputt oder es ist nicht richtig eingepreist oder der Verkäufer ist schwierig. Also ist dieses Objekt für mich spannend. Es war 60 Tage am Markt. Und wert sich anzugucken, damit man mit dem Verkäufer ins Gespräch kommen kann. Schauen wir es uns an. Zur Frage Nummer 2. Wie lief die Hausbesichtigung ab und was passierte dabei? Meine Maklerin hat uns online einen Termin für die Besichtigung geblockt. Also es gibt da verschiedene Slots, da kann man sich einbuchen und dann kriegt man den Zugang zu einer Lockbox. Das ist so eine kleine Schlüsselbox direkt an der Haustür. Und in dieser Schlüsselbox sind alle Wohnungsschlüssel, Haustürschlüssel, sodass man sich das Haus anschauen kann. Dieser Termin, dieser online geblockte Termin, wurde vom Verkäufermakler bestätigt, dass die auch Bescheid wissen. Dazu gab es die Mietverträge, also beide Wohnungen sind vermietet und die Aussage, dass die Mieter Bescheid wissen und zu diesem Zeitpunkt auch keiner zu Hause ist, weil die Zeiten ja geblockt sind und im aktuellen Umfeld eben man nicht so viele Leute treffen möchte. Also Aussage, die Wohnungen sind leer, also die Mieter sind nicht da. So weit, so gut. Dann sind wir da angekommen, schließen die Haustür auf, Lockbox funktioniert. Bei Apartment 1. Meine Maklerin ist dann ein bisschen vorsichtig und klopft und klingelt. War nichts, also schließen wir die Wohnungstür auf und gehen rein und gucken uns die an. Und dann schreit ein älterer Herr aus der Ecke, raus, 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 wer seid ihr, was wollt ihr? Und stürmt auf uns zu. Wir also beide rückwärts raus. Der Mieter wusste somit nicht Bescheid. War ziemlich von der gesamten Situation überfordert, dass da jetzt plötzlich zwei wildfremde Menschen bei ihm im Wohnzimmer stehen. Die Stimmung war ein bisschen gereizt, konnte aber letztendlich wieder eingefangen werden. Wir haben uns das Haus bzw. seine Wohnung angeschaut. Ziemlich schlechter Zustand. Ich konnte leider, wie schon die Situation gerade geschildert, keine Bilder machen, da wäre völlig ausgeflippt. Und beim Apartment 2 ähnliche Situation, also auch diese Mieter waren da, wussten auch von nichts. Also der Makler hat uns gesagt, alle wissen Bescheid, keiner ist da. Fazit, keiner wusste Bescheid und alle waren da. Zu Punkt 3, Zahlen, Fakten und Bilder zum Objekt. Dazu schauen wir uns das ganze Objekt erstmal an und das sind die Bilder dazu. Das ist die Außenansicht vom Haus. Also gepflegtes Äußere ist schon mal wichtig. Die rote Eingangstür auf der linken Seite ist es. Zwei Apartments übereinander gelegt. Apartment 1 ist unten, Apartment 2 ist oben. Beides zwei Bedrooms, ein Bath. Das ist nochmal außen. Wie gesagt, das ist eine Reihenhaussiedlung und das ist hier ein Reihenendhaus. Apartment 2, also die Reihenfolge der Bilder, die der Makler so eingestellt hat, sind jetzt, ja, ist ein bisschen durcheinander, aber ich erkläre es. Das heißt, Apartment 2 oben, hier sind die Fußböden eigentlich in Ordnung, sieht gut aus. Das ist alles in Ordnung. Hier hinten ist die Küche. Hier sind die Appliances der Küche, der alte Gasofen. Ist nicht so alt, die Küche ist klein, aber alles im Rahmen, soweit ganz gut. Da muss man nicht viel investieren, um das Ganze wieder auf Level zu bringen. Der Geschirrspüler hier, ja, das ist ein Geschirrspüler, der ist Mitte 90er, Anfang 90er, wenn nicht sogar 80er, also ziemlich alt. Der könnte ausgetauscht werden und der Kühlschrank ist auch nicht mehr das
neueste Modell, aber alles noch machbar. Aktuell, wie gesagt, sind beide Wohnungen ja auch vermietet. Teppich im Schlafzimmer kann man so machen. Das sind die Resultate. Wenn dieser Mieter rausziehen sollte, muss der Teppich neu gemacht werden, beziehungsweise der Fußboden da oben neu gemacht werden. Das ist das andere Schlafzimmer. Da ist derselbe Teppich drin, wie in dem einen Schlafzimmer. Badezimmer, das war das, was wir nicht gesehen haben, weil da gerade jemand duschen war. Die Fliesen, so wie sie hier aussehen, auch nicht viel Arbeit und kann man auch so lassen, wie es ist, beziehungsweise muss man einfach nur regrouten, also diese Zwischenräume neu machen, hinten die Fliesen, das ist auch noch original. Das Pink war, glaube ich, mal modern. Die Badewanne ist so eine Duschbadewanne, das ist eigentlich ganz normaler Mietstandard hier in den USA, das kann man so auch gleich wieder weitervermieten. Das ist Apartment 1 unten, da ist der Zustand schon schlimmer. Die Küche ist nicht so viel Arbeit, das ist auch okay. Badezimmer hier sah ein bisschen schlimmer aus, also die Farbe ist natürlich dieselbe. Die Ausstattung ist dieselbe wie oben, aus denselben Jahren. Die Wohnung oben hat einen neueren Fußboden, die Wohnung unten, der Teppichboden, der ist hin. Das wäre schon ziemlich ekelhaft. Also da wäre vielleicht sogar Holzboden, original Holzboden drunter, aber das muss man dann mal schauen. Das ist das andere Zimmer, was hier in dem Fall als Büro genutzt wird. Die Steckdosen sahen so aus, als hätten die mal Steckdosenbrände gehabt oder irgendwas. Also unten roch es streng. Der Fußboden, der ist durch. Steckdosen sind durch. Die Wände sind teilweise eingedrückt. Da gab es Löcher in den Wänden, in der Trockenwand. Dann gibt es für das Haus eine Klimaanlage, also eine Klimaanlage fürs gesamte Haus. In dem Fall ist es wirklich nur die obere Wohnung, die mit Klimaanlage versorgt ist. Unten, die hat keine, sondern die hat Window Units, also was man lieber ins Fenster reinhängt im Sommer. Das ist der Keller. Der war eigentlich in Ordnung, sah gut aus. Das sind zwei Wasserheizer, getrennt nach Apartment, Apartment 1 und 2. Wie man hier auf den Bildern erkennen kann, sind das gasbetriebene Wasserheizer. Und der eine ist sogar aus 2020. Also der rechte von beiden ist der neueste und der linke, der hat schon ein bisschen Korrosion. Ist aber alles noch im Rahmen und Gaswasserheizer ist schon mal getrennt. Hervorragend. Der Keller war trocken. Das sind abschließbare Abstellräume für jedes Apartment ein Raum. Das war super. Gasanschluss fürs gesamte Haus. Da waren ein, zwei Cracks im Beton, aber das war nichts Schlimmes. Also es gab keine Wassereinbrüche oder ähnliches unten. Das ist einfach nur normales Wear and Tear an diesen Häusern. Die Garagen waren toll, sahen trocken aus, waren super. Und für die Lage, da gibt es selten zwei Garagen in diesem Zustand. Was auf dem Bild natürlich nicht gut ausschaut, sind oben diese Schattendinger über den Fenstern. Das müsste natürlich dann weg, versaut ein bisschen das Bild. Also die Tore waren okay, die sind alt, aber alles noch im Rahmen, funktioniert alles noch, war alles gut. Genau, und hinter dem Haus gibt es auch noch eine Grünfläche, kann man Bänke hinstellen oder einen Grill oder was auch immer. Da ist noch Potenzial. Soweit stand das Haus ganz gut da. So viel zu den Bildern, die geben den ersten Eindruck, wie das Haus dasteht. Aber schauen wir uns an, was wirklich wichtig ist, die Zahlen. Die Zahlen bereite ich euch wieder in einem Excel-Tool auf, also diesem Google Sheets-Tool, was ihr schon aus Episode 4 kennt. Der Download-Link, den findet ihr unter diesem Video. Ihr könnt es euch kostenlos runterladen. Ihr müsst euch nicht registrieren oder irgendwelche E-Mail-Adressen und Telefonnummern dalassen. Das Einzige, was ihr dalassen müsst, wäre ein Like, wenn euch das gefällt. Abonniert den Kanal und schreibt mir in die Kommentare, was ihr wissen möchtet und welche Themen euch interessieren. Auf geht's, schauen wir uns die Zahlen an. Das ist das Tool. Das sind die Informationen, die wir jetzt schon haben, und zwar die Property Tax. Das sind öffentliche Informationen. Diese Taxes kann man nachlesen pro Haus. Und in dem Fall sind es 5.832 Dollar. Versicherung für dieses Haus ist ein Erfahrungswert in dieser Gegend, würde ich mit 1.100 pro Jahr festschreiben. Other Costs. Der Verkäufer gibt Other Costs, wie zum Beispiel Abwasser, Müll, Genehmigungen, die man als Vermieter in dieser Stadt jährlich holen muss, gibt der Verkäufer mit 1600 pro Jahr an. Ist ein bisschen viel, verstehe ich auch nicht, wie er darauf kommt, aber er hat die angegeben. Übernehmen wir sie erstmal mit. Die Repairs schauen wir uns gleich noch an. Die monatliche Miete. Hier sagt der Verkäufer, für das obere Apartment, was besser dasteht, hat er 900 aktuell. Das ist auch im Mietvertrag so hinterlegt. Und die untere Wohnung, die schlechter dasteht, die hat er für 7,75 angegeben. Das heißt, man hat 16,75 im Monat Mieteinnahmen. Das heißt, 20.100 brutto pro Jahr Mieteinnahmen. Der Kaufpreis, den der Verkäufer veranschlagt, sind 203.888. Die Finanzierung ist hier auch gleich mit eingerechnet. 20% Eigenkapital, 4,25. Zins und Tilgung, das ist die aktuelle Rate, variiert von Bank zu Bank. Amortisationszeit ist 25 Jahre und die Closing-Kosten sind so circa 3,6%. Das heißt, mit diesem Business Case, mit diesem Verkaufpreis und mit diesem Einkommen hat man einen Faktor von 11, eine Bruttorendite von 9,86%, aber vollkommen egal. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist genau das hier unten. Das heißt, mit diesem Business Case würde jeder Käufer, der das Haus in dieser Form aktuell kauft und die Miete in dieser Form auch mit übernimmt,
jeden Monat 171 Dollar negativen Cashflow machen. Keine gute Rendite. Mit 171 Dollar negativen Cashflow pro Monat ist es kein Objekt, mit dem man arbeiten kann. Die aktuellen Mieter sind auf einer Basis Month-to-Month. Das heißt, sie können jeden Monat auf den Folgemonat gekündigt werden. In den USA ist es üblich, dass ein Mietvertrag eine Mietmindestdauer hat von einem Jahr und danach ist es auch üblich, dass die Leute ausziehen bzw. automatisch auf diese Monat-zu-Monat-Regelung umgestellt werden. Das ist nichts Schlimmes, das ist ganz normal und da ist Fluktuation vorprogrammiert. Jetzt kann man sagen, okay, die Mieter werden gekündigt, nachdem man das Haus gekauft hat und man renoviert das Haus. Dazu habe ich genau diese 12.000 als Renovierungskosten angesetzt. Hier auf dem Reiter Repairs sind die erklärt, das heißt pro Apartment sind ca. 6.000 grob überschlagen, Pi mal Daumen, als Renovierungskosten hinterlegt. Das Bad, Regrouting, also diese Zwischenräume auffüllen, Fliesen weiß anmalen, das sieht dann schon toll aus, das reicht auch vollkommen zu. Die Appliances in der Küche, die müssen ausgetauscht werden, das heißt Gasherd, Kühlschrank, Geschirrspüler, Teppiche ausgetauscht hat, dann kann man damit auch eine Miete erzielen, die marktüblich ist. Eine marktübliche Miete in dieser Gegend ist in dem Fall 1.000 pro Apartment, wenn die Renovierung abgeschlossen ist. Und der Business Case wird jetzt aktuell nur ein bisschen besser, aber im Endeffekt sind 105 Dollar Cashflow für zwei Apartments viel zu wenig. An der Miete kann man jetzt nichts mehr machen. Das heißt, der Business Case rechnet sich zwar, wenn man 2.000 Dollar, also 1.000 pro Apartment Miete bekommt, wenn man für 12.000 Renovierung gemacht hat, aber der Kaufpreis, der ist für die Gegend viel, viel, viel zu hoch. Zusammenfassend kann man sagen, die Miete ist das Maximum 1.000 Dollar pro Apartment in dieser Gegend pro Monat. Das heißt, 2.000 Dollar Miete im Monat ist das absolute Maximum. Um dieses Maximum zu erreichen, muss man auch investieren und das sind diese 12.000 Dollar. Und diese 12.000 Dollar sind sehr konservativ gerechnet. Das heißt, Top-Miete, Top-Investition, um auf diesen Standard zu kommen. Der einzige Hebel, der jetzt noch bleibt, um den Business Case erfolgreich zu machen, ist der Kaufpreis. Der Verkäufer müsste im Kaufpreis natürlich entsprechend runtergehen, damit dieser Business Case irgendwie funktioniert, weil 100 Dollar für zwei Apartments Cashflow in einem Monat rechnet sich nicht. Nun stellt sich die Frage, haben wir ein Angebot abgegeben? Die Antwort ist nein. Der Verkäufer will im Preis nicht unter 200.000 gehen, in dem Zustand, wie das Haus ist. Die Mieter müssten bitteschön mit übernommen werden. Kann man machen. Wir machen es nicht. Wir haben kein Angebot abgegeben, weil es macht keinen Sinn für 200.000 dieses Haus in dieser Gegend, in diesem Zustand zu kaufen. Und da haben wir auch den Grund, warum das Haus schon 60 Tage am Markt ist. Der Verkäufer ist ein bisschen schwierig. Also, das Objekt lassen wir gehen, werden kein Angebot abgeben. Wir haben unsere Nummer da gelassen. Wenn er möchte, kann er uns anrufen. Schauen wir mal. Wir werden das Haus also nicht kaufen, beziehungsweise gar nicht den Bieterprozess mit einsteigen. Super, ihr habt bis zum Schluss durchgehalten. Vielen Dank dafür. Trockene Zahlen und sowas scheint wohl euer Ding zu sein. Wenn ihr davon mehr wissen wollt, lasst mir ein Like da, schreibt mir in den Kommentaren, was genau ihr wissen wollt und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Folgt mir bei Instagram unter @thelucasshow und da kriegt ihr auch täglich News zu dem Vermieter- und Investorendasein hier in den USA. Danke, bis dahin.